So, guten Morgen, Kinners. RDLP hier und weiter geht's mit Drug Dealer Simulator. Ja, ich bin wieder nüchtern und ja, jetzt muss ich das vom toten Briefkasten abholen. Und zwar das ganze Zeug hier. Na, klasse. Ja, dann brauche ich erstmal meinen Seesack. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen soll. Ich nehme den Koffer mal hier mit. Was habe ich jetzt? Das hier ist mein Rucksack, ne? Ja, den brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Geht da so viel mehr rein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss Eddie sein Paket abholen. So. Scheiß auf die Nachrichten, scheiß auf die Bestellung. Jetzt wird Eddies Paket abgeholt. Hey, stand still, please. Mache ich. Tue immer das, was mir gesagt wird. Ach stimmt, die wollen das ja 19, 20 Gramm Päckchen. Ah, scheiße. Sonst hätte ich gesagt, wir holen das eben ab und dann packen wir das sofort zurück. Also in das Versteck. Das geht ja alles nicht. Ist das ein Korb? Nee. Ich muss das ja erst abpacken. Oh nein. Ja, das war jetzt auch dämlich, weil ich hätte gern den Tunnel genommen. Jetzt habe ich kein Geld dabei. Scheiße. Ich würde halt echt gern den Tunnel nehmen. Oh Mann, wieso bin ich so eine Flasche? Ich nehme den Tunnel. Also bei so einer Riesenbestellung, da will ich das nicht riskieren. Das sollte ja wohl klar sein. Ja, ich bin auch hier für einen Moment. Ach, komm jetzt. Ich habe nicht ewig Zeit. Danke. Wo ist denn die Tanke jetzt schon wieder? Ich habe mich verlaufen. Hallo, Spiel. Ja, ich habe hier 1000 Nachrichten, ist eh klar. Was soll denn das jetzt? Ich wollte doch nur eben den toten Briefkasten abholen. Ich muss jetzt mich echt beeilen, weil das darf auch nicht geklaut werden, ne? Wäre nicht so gut. Das wäre ein kleiner Verlust, du. So, Koffer ablegen. Zack. Bargeld ablegen. Was ist denn jetzt passiert? Da ist mein Bargeld, okay. Ich dachte schon. Ja, das ist alles. Hä, wo kommt denn das jetzt her? Ach so, ich bin so eine Flasche. Sorry. So, jetzt wirf die Tasche ab. Dann hebst du den Koffer auf und das Bargeld. Ja, das müsste schon passen. Alles in den Koffer, oder? Oder Jungs? Ne, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja, bevor ich hier jetzt super viel Risiko gehe. Scheiße. Das passt doch niemals da rein. Hey, es passt ja nicht rein. Ich brauche den riesen Sandsack hier. Sandsack. So, dann heb mal den Koffer auf. Ja, pack ihn doch ins Inventar. Das geht wieder nicht, oder was? Oh Mann. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ach, scheiß drauf. Verteile ich jetzt alles hier. Sehen wir später wieder auf. So. Ne, was machst du? Dann einmal das Geld ablegen. Dann einmal das abwerfen. Oh Mann, mache ich das kompliziert hier. Gott, jetzt sieht's gut aus. Und dann ganz schnell dahin. Weil. Das muss jetzt vorangehen hier. Ah Mann, ich muss das jetzt abholen. Ich habe keine Zeit für deine ellenlangen Durchsuchungen. Ach,
Der will doch nur, dass ich mich ausziehe. Ja, damit er mich richtig durchsuchen kann. Mann, 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 du. So. Boah, vielleicht hätte ich ein bisschen ziehen sollen. Ich bin echt langsam unterwegs. So, ich bin jetzt hier und da hinten ist die Mauer. Gut, dann laufe ich über den Friedhofsweg irgendwie. So, wo ist jetzt der Kopf? Da war hier doch gerade einer. Da, okay. Na, es hätte sogar in den Koffer gepasst. Ich bin eine Flasche. Hier ist ganz schön unsicher, ne? Wie ich nur mal gesagt haben. Hier könnten 1000 Cops gleich auftauchen und dann bin ich richtig am Arsch. Ja, hier kann ich noch nichts ablegen. Ich muss das erst abpacken. Ja, ich benutze jetzt den Tunnel, weil... Alter, ich habe keinen Bock, da hier jetzt so Risiko zu gehen mit dem Mauertrick. Weil das ist schon eine Riesenbestellung. Also ich glaube, das ist die größte Bestellung, die ich bisher in diesem Spiel gemacht habe. Da muss ich ja jetzt kein Risiko gehen. So, da bist du, aller Saftsack. Wie viel verlangst du diesmal? 10.000 Dollar? Ja. Okay, er hat es nicht erhöht. Ah shit, ich wollte fick dich sagen, verdammt. Egal, mach ich beim nächsten Mal. So, wo muss ich hier weg? Da. Habe ich irgendwas zum Ziehen? Nee, habe ich nicht. Egal. Meine Haustür ist ja direkt da vorne, das sollte ja klar gehen. Keine Cops. Hier rüber. Keine Cops. Dann rein. Gut, dann habe ich meine Bestellung parat. Ja, ich... Boah, shit, ich muss eigentlich gleich schon wieder 250 Dollar bezahlen, weil ich muss ja das Meth dann auch hinbringen. Das ist mir auch wieder zu viel Risiko. Na, allerdings. Alter, es ist viel zu viel Stoff auf dem Tisch. Na, ich... Komplett Überblick verloren. So. Arbeitsstation aktivieren. So, das ist Amphe. Das hier ist auch noch Amphe. Das ist Coke. Das ist Meth. Das ist Meth. Das ist Meth. Das ist Coke. Das würde ich gerne hier hinpacken. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Hört auf, mir Nachrichten zu schreiben. Das ist Trash-Kokain. Ja, es kommt dahin. Okay, 9x20 Gramm, keine große Sache. Dafür habe ich das hier, das ist nämlich leer. Na, ich muss erst die Arbeitsstation aktivieren, eh klar. 9x20 sind 180, okay. Ja, ich kann rechnen, Leute, hättet ihr nicht gedacht, ne? Was soll denn das jetzt? Achso, da gehen nur 100, ne? Macht da nochmal 40 rein. So, Produkt verpacken. 7x20 Gramm. Ja, mach jetzt hin. Die warten doch auf mich. So, wo ist das Meth? Hier. Wie viel fehlt mir jetzt noch? 40 Gramm, ne? Müsste sein. Ja, mach doch einfach. Meine Güte. So, jetzt müsste ich 9x20 haben. Ja. Okay, perfekt. Ja, da muss ich leider nochmal durch die Tunnel gehen. Es geht nicht anders, Leute. Es geht nicht anders. Ich würde das auch gern vermeiden. Diesem Saftsack eben kein Geld mehr in den Hintern schieben. Aber was soll ich machen? Es wäre halt zu viel Risiko, da jetzt hinzutigern. Oh, shit, Cops. Meine Sichtbarkeit ist doch gar nicht so groß. Wieso sind hier so viele? Ja, ey, 7 neue Nachrichten. Was geht denn ab in diesem Spiel im Moment?
Ja, ich weiß, wo das hingeht. Fuck you too. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich mache es nicht rückgängig. So, jetzt muss ich dahin zur Ganglieferung. Es hat beim letzten Mal nicht gut geklappt, ohne Komplikationen und derweil und der anderen und was nicht alles. So. De. Oh Mann, ist das Risiko, hier lang zu stiefeln. Ich habe die Taste, den Finger permanent auf der B-Taste, das könnt ihr mir glauben. So, Ausdauer aufladen. Okay, da hinten ist es. So, rüber. Hier rein, ne? Ja, perfekt. Okay, da muss ich nur noch mit Tom mich treffen und dann war's das. Ich habe jetzt nichts mehr dabei, ne? Gut. Gut, gut, gut. Ja, dann kontaktieren wir den Dorftrottel noch eben. Und dann, ja, mache ich noch die Bestellung, paar zumindest, die in meinem Gebiet sind. Dann war's das auch. Für dieses Video, denke ich. Vermute ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, wo laufe ich denn hin, ey? Mann, ich will doch nach Hause. Es ist spät genug. Hatte wirklich anstrengenden Arbeitstag hinter mir. So viel Verantwortung. Ja, es ist halt das Problem, wenn man selbstständig ist wie ich, ne? Also. Hey, you, stop right there. Ja, ich Don't try stoppe anything doch. stupid. Oh. Das ist vielleicht nervig hier. Gibt's später auch Drogenhunde? Ja, ne? Okay. Dann stehen die hier mit so einem Chihuahua und durchsuchen mich. Und dann kläffen die so. Wow, der hat doch was dabei. Dann zerfleischt der kleine Chihuahua mich. Oh, ich sehe schon kommen. Zack. Wie ich einfach meine ganzen Drogen da bei Amy bei der Tankstelle verteilt habe. Ja, ein bisschen arrogant schon von mir. Ich fühle mich auch wie Al Pacino hier. So. Oh, mal ein Meeting bitten. 20 Gangruf. Ja, wir haben das Paket. Gute Arbeit. Komm jetzt und hol dir deine Knete ab. Nimm keine Tasche mit, du kriegst von uns einen Koffer. Krieg schon wieder einen Koffer. Geiles Ding. Oh Mann, ey. Was geht denn ab? 24 Gramm. Ja, geiles Ding. Nein, ich habe 1 Gramm zu wenig. Wie kann das sein? Scheiße, aber ich will dem auf jeden Fall noch eben das Cocaine vorbeibringen. Das ist Ben, der ist auch immer nebenan. So. So, ich habe noch 23 Gramm von Trash-Kokain hinzufügen. Und hier habe ich auch noch was. Ja, von Tony Montanas Liebling. Dann mach doch einfach mal 2 Gramm hier rein. Und weil es so schön ist, noch 1 Gramm Hero rein. Mix anwenden, dann kommen insgesamt 27 Gramm raus. Perfekt. Ja, jetzt hätte ich eigentlich was richtig Neues mischen können. Ist jetzt nicht so wichtig. Danke. So, wie viel waren das? 24? Okay. De. Neuer Trash-Kokain. Mix, mix. Ja, Mann. So sieht's aus. So, Ben steht da hinten. Ich weiß, ich soll keine Tasche mitnehmen, die werfe ich auch gleich ab. Ich bin ja nicht total bescheuert. Lalalala. Benny, wo bist du? Oh, 10.000 neue Nachrichten. Mein Schwein pfeift aber mal richtig. Level 24, ja krasser Scheiß und 20 Gangpunkte, Mann. Junge, geht voll ab. Wirf mal die Tasche ab, dann gehen wir da mal hin, holen uns unsere wohlverdiente Kohle. Hey, stand still, please. Ja.
Und du? Wie läuft's bei dir? Harter Job, harter Tag. Ja, das kenne ich. Weißt du, ich muss jetzt Koffer von meinem dicken Drogendeal holen. Ah, ja, das sieht man mal, ne? Leute, wie klein das angefangen hat mit mir hier in diesem Spiel. Und jetzt, ein paar Tage später, bin ich plötzlich in so einer Triaden-Gang drin. Ja, mit denen ich mich jeden Freitagabend in der Sushi-Bar treffe. Und den Spaß meines Lebens hab. Die ziehe ich alle in meinem Tischkicker ab. So, ja klar, nehme ich den Koffer. Danke, wie viel ist denn drin? Das kann ich irgendwie nicht angehen, dass das jedes Mal so wenig ist, Leute. Leute. Ja, ich streck das ja auch nicht. Ich bin totale Flasche. Ich gebe ihm das ja immer pur. Wobei am Anfang sollte man das vielleicht auch machen. Aus dem einfachen Grund, dass man ja, den jetzt nicht den letzten Scheiß da geben will, um einen schlechten Eindruck zu machen. Das ist ja quasi mein neuer Arbeitgeber. Weil ich will ja nicht ewig mit diesem Eddie rumhängen, ja. Das ist ja ganz klar. Wir wollen ja aufsteigen. Ja, ich komm doch her. Ich renn schon nicht weg. Bin ja keine Pussy. Ja, hast du's dann? War erotisch, ne? Ja, alles klar. So. Dann wär's das für dieses Video, würde ich sagen. Und im nächsten Video kümmere ich mich dann mal um die 1000 Bestellungen, die ich hier mittlerweile habe. Hä, wo bin ich denn? Oh Mann, falsch gelaufen. Nimm mal die Tasche wieder mit hoch. So, schönes Ding. Wäre ich so durch die Straßen gelaufen mit so einem dicken Rucksack und Koffer, das wäre gar nicht auffällig gewesen. So, wirf mal ab. Da wirf auch mal den Koffer ab. Wie viel hatte ich hier jetzt drin? 2000. Hier sind auch nochmal 2000 knapp drin. Hier ist gar kein Geld mehr. Irgendwas mache ich doch falsch gerade. Egal, ich habe ja auch noch nicht getickt. Daran liegt es bestimmt. Ja, und ich kriege auch noch Geld von denen hier. Boah, Alter. Gut, dann wäre es das für dieses Video. Ich bedanke mich, NLP, und im nächsten Video gehen wir ein bisschen tickern. Und kickern mit den Asiaten. Bis dann.